Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Andreas Harder. Ich möchte Ihnen heute einen kleinen Überblick geben über die Möglichkeit, das stetig wachsende Angebot an Online-Kursen, Online-Meetings und Webinaren der Volkshochschule Lengerich leicht zu nutzen. Sie benötigen zunächst einen Windows-PC, optimalerweise mit Windows 10. Wenn Sie bereits einen Laptop benutzen, hat dies den Vorteil, dass dort in der Regel schon eine Kamera und ein Mikrofon integriert sind, mit dem man dann solche Online-Meetings durchführen kann. Haben Sie einen Standard-PC, an dem noch keine Kamera und kein Mikrofon angeschlossen ist, können Sie eine solche Webcam an den PC per USB anschließen. Damit ist der PC so weit ausgerüstet, dass er solche Online-Angebote nutzen kann. Des Weiteren benötigen Sie eine Software. Und diese Software ist in diesem Fall die Software Zoom, die von der Volkshochschule Lengerich für solche Zwecke benutzt wird. Diese Software hat den Vorteil, dass sie sehr einfach zu nutzen ist und Ihnen sehr leicht die Möglichkeit gibt, in solche Angebote einzusteigen. Ich zeige Ihnen kurz, wie das funktioniert. Rufen Sie zunächst bitte die Internetseite der Volkshochschule Lengerich auf und wählen Sie hier den Menüpunkt Webinare an. Sie gelangen dann auf die Übersichtsseite der Webinare, wo Ihnen dort zunächst kurz erklärt wird, um was es sich dabei handelt. Außerdem sehen Sie eine Übersicht über die derzeitig angebotenen Online-Kurse und Webinare. Und wenn Ihnen hier ein Kurs gefällt, dann können Sie Ihre Anfrage entweder telefonisch direkt an die Volkshochschule Lengerich wenden oder Sie können eine E-Mail an diese hier aufgeführte E-Mail-Adresse senden und dort eben mitteilen, dass Sie gerne an einem bestimmten Online-Kurs teilnehmen möchten. Sie erhalten dann eine Bestätigungs-Mail mit den nötigen Informationen für die Teilnahme an einem solchen Angebot. Die wichtigste Information in dieser Mail ist eine ID-Nummer, die Sie benötigen, um dann hinterher die richtige Verbindung zu diesem Online-Kurs herzustellen. Außerdem finden Sie in der Mail und auch auf dieser Seite einen Link, mit dem Sie dieses Programm herunterladen können. Wenn Sie hier schauen, sehen Sie hier einen Link, der Sie direkt zur Download-Seite des Herstellers bringt. Klicken Sie darauf. Und Sie landen dann hier auf dieser Seite, wo Sie dann den Zoom-Client für Meetings herunterladen können, indem Sie auf diese Schaltfläche klicken. Danach bestätigen Sie, dass Sie die Datei auf der Festplatte speichern möchten. Und sobald das abgeschlossen ist, befindet sich das Programm in Ihrem Download-Ordner. Ein Doppelklick auf diesen Zoom-Installer bewirkt, dass das Programm sich automatisch installiert. Sobald dies abgeschlossen ist, wird auch direkt die Anwendung gestartet. Und Sie können durch das Klicken auf An Meeting teilnehmen diesen Vorgang ausführen. Und kriegen dann die Seite, mit der Sie sich an einem entsprechenden Meeting anmelden können. Hier benötigen Sie jetzt die Meeting-ID, die Ihnen zuvor in der Bestätigungs-Mail zugeschickt wurde. Klicken Sie in das Feld und tragen diese Nummer hier ein. So. Als nächstes wählen Sie einen Namen, mit dem Sie diesem Online-Meeting beitreten möchten und wählen dann Beitreten. So, nach kurzer Zeit sehen Sie dann dieses Fenster. Und dieses Fenster wird so lange angezeigt, bis der Gastgeber, also der Kursleiter, der hier Host genannt wird, das entsprechende Meeting auch startet. Er wird dann pünktlich zu dem vorgesehenen Zeitpunkt das Meeting starten und danach sehen Sie dann sich selbst, den Kursleiter und die anderen Teilnehmer in diesem Meeting und alle weiteren Informationen erhalten Sie dann direkt von dem Kursleiter.
Sie sehen, dass es gar nicht so schwer ist. Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie natürlich sehr gerne Ihre Fragen an die Volkshochschule wenden. Die wird dann versuchen, Ihnen die Fragen zu beantworten. Ich freue mich, Sie dort bald mal zu sehen. Das ist ein sehr spannendes Angebot und wie gesagt, es wird ständig was Neues hinzukommen und ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß damit. Ich danke Ihnen, auf Wiedersehen.